Korriban, die Geburtsstätte der Sith. Wir glaubten, vom Imperium seien nur noch Ruinen geblieben. Ich schwöre es. Ich hatte keine Ahnung, was in den Kisten war. Ich bin unschuldig. Ihr habt Sith-Artefakte geschmuggelt, Captain. Na schön, dann behaltet sie einfach. Aber gebt mir mein Schiff zurück. Nicht umdrehen. Ich inspiziere nur die Truppen. Satil, was ist? Ich spüre große Dunkelheit. Das Sith-Imperium ist zurück. Wir müssen die Republik warnen. Unsere Fähren sind viel zu langsam. Tja, ich weiß, wer das schnellste Schiff im Sektor hat. Stationsverteidigung umgangen. Alle Mann evakuieren. Achtung! Kann es noch fliegen? Es ist nicht hübsch, aber hält was aus. Captain, mach das Schiff klar. Das ist unser Kampf. T7, die Ionenkanone! Geh, Satil. Dich erwartet ein anderer Pfad. An die Geschütze! Los! Huh.
sind entkommen, Meister. Ihr habt versagt. Nein, Malgus. Das hier hat gerade erst begonnen. Ja. Nach 1000 Jahren ist Korriban wieder in unseren Händen. Willkommen zu Hause. Ja, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zu unserem neuen, alten Let's Play von Star Wars The Old Republic. Alt und neu deswegen, weil wir das ganze Spiel schon mal Let's Played haben, und zwar auf der dunklen Seite für das Sith-Imperium. Dort haben wir einen Sith-Juggernaut gespielt, einen Tank. Ja, das hat uns ziemlich lange beschäftigt, über ein Jahr ging das Let's Play, hat mir sehr viel Spaß gebracht. Und ich muss auch sagen, es hat guten Anklang bei euch gefunden. Vielen Dank nochmal dafür, auch für das Feedback. Hat mich sehr gefreut. Und ich hatte eine kleine Umfrage gestartet, ob ihr Lust habt, ein Let's Play nochmal von der hellen Seite zu sehen. Und deswegen werden wir das Ganze hier mal angehen. Ja, noch ein paar Hintergrundinfos natürlich wieder zu Anfang. Das Spiel wurde von BioWare entwickelt und von LucasArts und Electronic Arts gepublished. Ja, das sind die Macher, die hier hinter dem Spiel stecken. Das Spiel ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, 2011 erschien es, tut dem Spiel aber wirklich keinen Abklang. Also es wird immer noch mit neuen Spielinhalten versorgt und gibt immer wieder Updates. Es wird an vielen Ecken gefeilt und ja, wenn ihr ein Star Wars Spiel spielen wollt, das euch lange Zeit beschäftigt und in dem ihr euch so richtig ausleben könnt, ich glaube, dann ist Star Wars The Old Republic das Richtige für euch. Auch wenn es ein MMO ist, man kann das Ganze aber auch ganz gut solo spielen. Das haben wir in der dunklen Kampagne gesehen. Ich bin nicht so wirklich der Freund von MMOs und von großartigem Grind. Das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn ihr das Let's Play von mir verfolgt habt. Und das Gleiche wird euch auch hier im Let's Play der hellen Seite erwarten. Genau, wir wollen auch gar nicht jetzt lange weiter rumgehen, sondern uns der hellen Seite widmen, der Galaktischen Republik. Wir schauen einmal rein. Und wir haben hier verschiedene Herkunftsgeschichten. Jedi Ritter, Jedi Botschafter, die Schmugglerin oder den Soldaten. Ja, das ist so, wie gesagt, unsere Herkunftsgeschichte. Und dann haben wir noch verschiedene Spielstile. Das wurde auch mit Updates so ein bisschen geöffnet. Früher konnte man als Jedi Ritter nur den Hüter oder den Wächter spielen. Mittlerweile kann man sogar als Spiel den Juggernaut auswählen, was sonst immer den Sith und der dunklen Seite vorenthalten war. Ja, mittlerweile sind wir da ziemlich frei. Jedi Botschafter, Schmuggler und Soldat. Wenn ihr mich fragt, wenn wir ein Star Wars Spiel spielen, sollten wir auch einen Jedi oder Sith spielen. Deswegen werden wir uns hier auf den Jedi Botschafter diesmal konzentrieren. Und zwar im Spielstil eines Gelehrten. Ja, die Jedi Botschafter sind mystische Beschützer der Republik als visionäre Botschafter und Suchende nach geheimen Weisheiten. Waren Jedi Botschafter seit tausenden von Jahren den Frieden und das Gleichgewicht. Gelehrte sind berühmt für ihr Wissen sowie für ihre Heilungs- und Verteidigungsfähigkeiten. In schweren Zeiten bündeln sie ihre Erfahrungen mit roher Kraft, um den Fluss der galaktischen Ereignisse zu beeinflussen. Wir haben hier nochmal drei Unterklassen, eine Heilerklasse als Seher und zwei Schadensklassen, einmal für die direkten Schaden in der Telekinese oder für den Schaden über Zeit als Gleichgewicht. Ich würde ganz gerne tatsächlich einen weiblichen Charakter diesmal spielen, einfach weil wir auf der dunklen Seite schon einen männlichen gespielt haben und ich finde, als Jedi-Botschafterin macht das, glaube ich, ganz gut was her, wenn wir auch hier einen weiblichen Charakter spielen. Wir haben verschiedene Spezies zur Auswahl, da werde ich mich ganz gerne für die Togruta entscheiden. Ja, das ist eine freischaltbare Rasse, die ihr im Kartellmarkt freischalten könnt mit Kartellmünzen. Ja, die kriegt ihr geschenkt, wenn ihr ein monatliches Abo abschließt. Ihr könnt auch Star Wars The Old Republic komplett kostenlos spielen. Ich würde euch aber empfehlen, wenn ihr da wirklich viel Zeit reinsteckt, euch so ein Abo zuzulegen. Probiert es einfach mal aus. Ihr habt auf jeden Fall sehr viel mehr Freiheiten dadurch und ja, wie in vielen MMOs bietet euch das einfach sehr viele komfortable, ja, Ereignisse. Es ist einfach ein bisschen, ja, besser. Ist aber auch kostenlos spielbar, also überhaupt gar kein Thema. Schaut mal rein, wenn es euch gefällt. Ja, wir gucken mal, hier gibt es noch andere Rassen natürlich zur Auswahl. Ich habe auch überlegt, ob wir eine Twi'lek spielen. Aber ich würde mich hier tatsächlich für die Togruta entscheiden.
Ja, hier unten haben wir noch weitere freischaltbare Rassen. Viele Rassen kann man auch so frei spielen während des Spielens. Wenn ihr zum Beispiel auf der dunklen Seite hier so ein eine Sith-Rasse einmal durchspielt in der Story, dann schaltet ihr auch die Rasse frei und könnt sie überall auswählen. Wie gesagt, wir wollen uns aber erstmal hier drauf konzentrieren. So, Körperbau setzen wir mal runter. Es gibt hier verschiedene Körperbau-Variationen. Ja, sieht man jetzt nicht so gut. War früher ein bisschen besser gemacht, da hat man den ganzen Charakter gesehen. Ich würde das Ganze erstmal auf 1 lassen. Ja, Kopf können wir mal gucken. Lassen wir mal auf 12 vielleicht, das sieht ganz gut aus. Die Hautfarbe würde ich schon mal direkt ändern auf 1. Die Augenfarbe würde ich auch auf einem schönen Blau lassen. Schmuck. Haben wir auch sehr viele Variationsmöglichkeiten. Wobei ich diesen Sonnenschmuck jetzt nicht so hübsch finde. So, man kann auch nur einen Ring zum Beispiel auf einer Seite nehmen. Ich würde mich tatsächlich für einen silbernen Schmuck entscheiden und dann ruhig in voller Pracht, dass wir überall so ein bisschen ja, Schmuck haben. Gesichtsmuster. Ja, da müssen wir mal gucken, was wir da so auswählen können. Ich finde das eigentlich schon recht gut hier, die 6. Alles andere ist mir ein bisschen zu extrem. Ich glaube, ich würde das auf 6 lassen hier. Montrells and Leku. Ah ja, das sind diese hier. Da gibt es auch etliche Variationen. Ja, ich glaube, ich würde das hier auf so ein bisschen gemischt machen, dass es nicht ganz symmetrisch ist. Und da können wir auch die Farbe nochmal ändern. Würde ich auch so in so einem Blauton dann vielleicht nehmen, damit das ein bisschen besser zusammenpasst. Hier so ein Blau, vielleicht die 5. Was haben wir noch? Ja, oder hier die 1 sogar. Das passt sogar noch besser, finde ich. Ja, und einen Namen müssen wir uns natürlich auch noch aussuchen. Da würde ich mal sagen, wir nennen unsere Jedi-Botschafterin Ariona. Ja, der Name ist leider schon verfügbar. Das passiert mir oft. Deswegen setzen wir einfach mal ein Haar hinten dran. Das passt dann auch noch ganz gut. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Starten wir das Spiel, Leute. Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis. Thank you.
Ja, da sind wir angekommen, die gute Ariona. Ah, Padawan. Ich habe eure Fähre gehört. Ich bin Meister Sio Bakarn vom Rat der Jedi. Willkommen auf Typhon. Dies ist die uralte Heimat des Ordens, wo die Jedi entstanden sind und unsere begabtesten Padawane ihre Ausbildung beenden. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Zu sehen, wo die ersten Jedi wandelten, zu trainieren, wo sie es taten, ist eine große Ehre. So eifrig. Eure neue Meisterin kommt sicher gut mit euch aus. Eure Lehrer berichten, dass ihr schon als Kind eine äußerst starke Verbindung zur Macht hattet. So etwas haben wir lange nicht gesehen. Leider ist eure neue Meisterin noch nicht hier. Yuan ließ ihre Ausgrabung zurück und kommt nach Typhon, um euch auszubilden. Eine Ausgrabung? Ist Meisterin Yuan Archäologin? Sozusagen. Vergesst als ihr Padawan niemals eure Grundausbildung oder den Jedi-Kodex. Es gibt keine Gefühle, nur Frieden. Es gibt keine Unwissenheit, nur Wissen. Es gibt keine Leidenschaft, nur Gelassenheit. Es gibt kein Chaos, nur Harmonie. Es gibt keinen Tod, nur die Macht. Das ist Yuan. Da seid ihr ja endlich. Du bist also eingetroffen, mein Padawan. Leider ist keine Zeit für eine Begrüßung. Die erste Krise steht bereits bevor. Was meint ihr? Ich will wissen, was los ist. Typhon ist eine Schatzkammer voll alter Jedi-Relikte. Kürzlich entdeckten unsere Forscher mehrere Leer-Hologramme, doch sie wurden nicht vollständig untersucht. Die Hologramme stammen vielleicht von den Gründern des Jedi-Ordens. Sie sind schlichtweg unersetzlich. Aber eine Gruppe Fleischräuber macht seit Neuestem das Gebiet unsicher. Die kostbaren Hologramme sind in Gefahr. Ja, vielleicht können wir sie ja retten. Können wir die Hologramme schützen? Jemand muss an den Fleischräubern vorbei und die Hologrammprojektoren bergen. Das soll die erste Aufgabe deiner Ausbildung sein. Nein, Yuan setzt keinen Padawan den Fleischräubern aus, auch nicht für wertvolle Artefakte. Einen Padawan, der mit 4 Jahren schon mehr Macht in sich trug als ich mit 15. Gute Schüler brauchen Herausforderungen. Ich verstehe meine Aufgabe. Ich berge also die Hologramme und achte auf Fleischräuber. Wo soll ich anfangen? Die Hologramme sind in den Narts. Sei vorsichtig. Das Gebiet hat so seine Tücken. Wenn es Probleme gibt, ruf mich mit diesem Holokommunikator. Wenn du die Hologramme hast, triff mich beim Jedi-Tempel. Wir haben viel zu besprechen. Okay, und da sind wir. Ariona Droll. Das ist der Nachname unseres Protagonisten. Und ja, das können wir anzeigen lassen oder auch ausblenden. Müssen wir nochmal gucken. Ich glaube, hier funktioniert's. Titel wählen, genau. Und dann kann man hier den Vermächtnis-Nachnamen zum Beispiel ausblenden. Vermächtnistitel können wir auch noch auswählen oder einen Charaktertitel. Wir haben aber noch keinen gerade. Kriegen wir bestimmt noch. Wir kommen im Kleidungsdesigner, das machen wir mal weg. Und ja, das packen wir uns hier so ein bisschen weiter unten hin. Wunderbar. Gut, dann schauen wir mal. Und die Minimap, die können wir auch ein bisschen weiter rauszoomen lassen. Dann sehen wir auch mehr. Unterweisung in der Macht. Ja, klicke auf Starten, um über deinen Kampfstil zu meditieren. Das machen wir nochmal ein andermal. Wir können nämlich einen zweiten Spielstil auch auswählen. Ja, das würde jetzt aber keinen Sinn machen, finde ich. Gut, schauen wir mal. So, wir haben auch schon einiges an Post. Wie kriegen wir denn hier die Map wieder weg? So. Ich grüße Sie. Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. So, dann nehmen wir mal unser Taxi zur nächsten Zone. Wird immer super angezeigt, wo wir hinwollen. Ja, hat sich vieles geändert seit unserem letzten Let's Play. Also die Karte sieht anders aus. Minimap sieht anders aus. Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch die Charaktererstellung war auch schon anders. So, ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Post
und guck mal, was wir so für Briefe erhalten haben. Da wird auch vieles bei sein, was ich hier so für meinen Account allgemein freigeschaltet habe. Hier zum Beispiel so ein Astromech-Druiden als Begleiter, der macht nichts großartig. Oder hier so eine Jahrestagsbelohnung. Das kann man alles mal drin lassen. Ist jetzt noch nicht so wild. Ja, sehr viele, ja, andere Gegenstände noch. Es gibt auch Housing, das kann man hinzufügen, um das ja eventuell dann mal zu platzieren in seinem Haus. Können wir uns dann auch nochmal anschauen. Hier haben wir nochmal einen Astromech-Druiden. Ja, Schiffsdruiden, da haben wir eine Anpassung für unseren Schiffsdruiden nachher. Wir bekommen irgendwann auch nochmal ein Schiff, womit wir dann die Galaxis bereisen können. Das lassen wir auch erstmal in der Post drin. Diese Sachen können wir auf jeden Fall erstmal mitnehmen und freischalten. Ja, hier schalten wir einen Titel frei, die Erhabene. Können wir auch mal erstmal mitnehmen. Frühzeitiger Zugang, da haben wir dann auch nochmal zwei Titel drin. Das lassen wir erstmal. Hier haben wir nochmal einen Begleiter. Ja, da haben wir auch nochmal einen Titel, Geisel der Hutten und so ein paar andere Sachen. Das machen wir weg. Feuerwerk zum Jahrestag, ein Party-Java. Ja, ein Towntown-Bock. Und hier haben wir nochmal einen Astro-Mech-Druiden. Und ja, natürlich den Gründertitel. Ich habe damals 2011 auch wirklich schon angefangen, hier Star Wars The Old Republic zu spielen. Und wenn man da ja, in den ersten Monaten gespielt hat oder sogar vorbestellt hat, ich weiß das gar nicht mehr genau, dann bekommt man so einen Gründertitel. Ich glaube, danach gab es nicht mehr die Möglichkeit, diesen irgendwie zu bekommen. Ja. So, das können wir mal alle so ein bisschen freischalten hier gerade. Achso, maximale Besitzmenge an Dekoration haben wir erreicht. Gut, dann lassen wir das mal erstmal unten. Titel können wir erstmal verwenden. Zack, zack. Und hier nochmal zwei Druiden. So, da kann uns dann der eine hier schon mal begleiten vielleicht. So, wir haben einen Auftrag. Birgt das Nordost, Nordwest, Südost und Südwest-Hologramm. Und wir haben hier vorne noch eine Aufgabe. Die werden hier mit diesem Dreieck markiert. Und ihr seht schon auf der Minimap, hier oben die Schrift ist lila. Da finden wir auch unsere Ziele dann. Da können wir auch auf der Karte dann nochmal gucken. Dann sehen wir es auch ganz gut. Ich würde mich auch dann nochmal gerade dazu schalten. So, da bin ich. Hallo, liebe Leute. Und wir schauen mal, was Meister Relnex für eine Aufgabe für uns hat. Padawan, kommt zu mir. Das Trainingsgelände ist heute nicht sicher. Ich stelle mich der Gefahr. Ich bin immer schon davon ausgegangen, dass meine Prüfungen eine Herausforderung sein würden. Normalerweise minimieren wir die Gefahr, bis ein Padawan sich eingelebt hat und ausgebildet wurde. Ihr seid Yuons Schülerin, richtig? Wir könnten eure Kampfkenntnisse sicherlich gut gebrauchen. Die Kurzversion ist, dass Fleischräuber das Trainingsgelände überrannt haben. Und nun ist eine Gruppe Padawane ohne jegliche Kampfkenntnisse in den Hügeln gefangen. Ja, was sind denn eigentlich Fleischräuber? Meisterin Yuan erwähnte die Einheimischen kurz. Sie sind Wilde, die von Zeit zu Zeit die hiesigen Siedlungen überfallen und diejenigen verzehren, die ihnen in die Hände fallen. Vor dem heutigen Tag dachten wir, dass sie Technologie nicht verstehen würden. Aber nun setzen sie Blaster und Vibroklingen gegen Padawane ein, die noch nicht einmal Selbstverteidigung gelernt haben. Okay, sag mir, was ich tun kann. Sagt mir nur, was ich tun soll. Ich bin hier, um zu helfen. Ich habe hier einen Sender. Wenn ihr die Padawane findet und den Sender aktiviert, werden wir so schnell wie möglich eine Evakuierungsfähre schicken. Eine Jedi-Gruppe aus dem Tempel ist hierher unterwegs. Aber vielleicht sind sie nicht schnell genug. Möge die Macht mit euch sein. Okay, damit haben wir dann auch schon wieder den nächsten Auftrag für die vermissten Schüler. Ja, wir haben hier Anmeldebelohnungen, die wir auch bekommen können. Das ist ganz unterschiedlich, was man da so bekommt. Am Ende kann man hier sogar galaktische Season-Punkte erreichen. So, gucken wir mal direkt rein. Was haben wir bekommen? Eine Tasche mit Prototyp-Geschenken. Ja, da sind so ein paar weitere Sachen drin. Gefährtengeschenke. Wir werden auch mit der Zeit Gefährten bekommen, die wir reichlich beschenken können, damit sich die Beziehung zu denen verbessert. Ja, müssen wir mal gucken. Gut, Leute, das soll es dann auch erstmal für die erste Folge gewesen sein. Wir werden uns in der nächsten Folge dann den ersten Kämpfen widmen und die ersten Aufträge hier ja, bestreiten. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich freue mich auf das Let's Play. Ich hoffe, ihr auch. Bis dahin.